Heute. Ich werde mich einen ganzen Tag lang nur von Dingen aus dem Toaster ernähren. Toastbrot war so gestern. Heute stecken wir alles, was irgendwie möglich ist, in den Toaster. Und ich bin mir sicher, wir werden Zeitzeugen einer Toaster-Revolution. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Nachdem der Tag beim letzten Mal nicht so toll verlaufen ist, werde ich mich heute erneut in das Toast-Habitat begeben. Hey, okay, stopp. Oh mein Gott. Und versuchen, das Maximale aus den Schlitzen meines Toasters rauszuholen. Man kann es snacken. Ich muss sagen, ich war am Ende wirklich überrascht. Die sehen aus wie Frühlingsrollen, Digga. Was ist das denn? Ob positiv oder negativ, das seht ihr am Ende des Videos. Deswegen viel Spaß und Ich habe es mir wirklich anders vorgestellt. Boah, ich krieg langsam Bauchschmerzen, aber schmeckt einfach so gut. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video! Happy Sunday an alle da draußen, die heute gerade an diesem Sonntag zuschauen. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt hier bei meinem wundervollen Kanal. Oh mein Gott, Leute, warte, ich habe eine Sache vergessen. Ich habe einen neuen Charakter freigeschaltet. Ich habe jetzt meine eigenen Haustiere. Wow, schaut es euch an. I got some pictures on my fingers. Fällt euch was an mir auf? Irgendwas? Etwas, was eventuell neu ist? Nein? Nee, mir auch nicht. Ich glaube, ich habe die Person gefunden, mit der ich jetzt meine Nagelträume ausleben kann. Wenn ihr mir auf TikTok folgt oder auf Instagram, falls ihr nicht, dann tut das auf jeden Fall mal. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal, ich heule nie. Ich weine nie in meinen Stories oder ich weine nie irgendwie einfach mal random so. Ich meine, ich weine manchmal. Ich teile das dann nicht mit der Öffentlichkeit, weil... Nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber einmal habe ich geweint. Denn ich bin einmal nach Berlin gefahren, um meine Nägel zu machen, ne, für ein Musikvideo. Und Ali ist extra mit mir 3 Stunden nach Berlin gefahren und dann 6 Stunden von da nach... Ich schwöre, ich habe ein Abflussmonster. Okay, ich habe es beseitigt. Auf jeden Fall hat er mit mir den größten Film gemacht, damit ich meine perfekten Nägel bekomme. Hatte da so ein Nagelstudio rausgesucht und so. Und dann im Endeffekt saß der 3 Stunden für nichts. Es sah gar nicht so aus. Ich hatte mir sogar extra so ein Design rausgesucht, was die auf deren Instagram-Profil gepostet haben. Die haben es trotzdem nicht so hinbekommen, ne? Und seitdem bin ich am Verzweifeln. Aber jetzt... habe ich einen Girl aus Hannover gefunden, also so 30 Minuten von mir entfernt. Und sie macht Baba Nägel! Miau! Diese Püschel, Leute, die kann man abnehmen. Auf Instagram war die ganze Zeit so, hey, ja, nach einmal abwaschen sind die doch voll scheiße oder duschen, müssen die ja nicht erst trocknen. Nein, Mann, they magnetic. Also man muss auch ein bisschen auf die aufpassen, wie so ein kleines Haustier. Aber ich habe mir jetzt auch nochmal ganz viel auf Amazon bestellt und dann kann ich einfach immer irgendwelche dran machen. Oh mein Gott, ja. Also deswegen war meine Woche auf jeden Fall schon mal gut. Kurzes Update. Was nicht so gut ist, ist, dass Adi 2 Wochen einfach jetzt im Kosovo ist. 2 Wochen, ohne mich. Mann, ich bin so ein Mensch, ich vermisse direkt. Und jetzt ist er nicht da und jetzt ist es so total komisch. Jetzt bin ich so voll lost irgendwie. Aber nein, ich bin nicht lost. I'm doing my thing. Ich habe aber auch seinen Schlüssel bekommen, ne, für seine Wohnung. Weil ich ja seine Pflanzen gießen muss. Aber vielleicht kann man ja auch nochmal was anderes da in seiner Wohnung machen, ne? Ich glaube, nächste Woche das Video wird spannend. Ich habe richtig lange nicht mehr einen Tag eine Sache gegessen und deswegen dachte ich mir, hey, heute ist der Tag der Tage. Und oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit irgendwas mit meinen Fingern machen. Das ist ganz schlimm, sorry, Leute. Und nachdem... letztes Mal, das mit dem Toaster so scheiße war, dachte ich, nee, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das sitzt hier und ich bin so, geh weg, wir toasten heute 2.0 und ich hoffe, dass es heute einfach besser wird. Ich hab's im Urin. Ich schwöre, mein Abfluss fuckt voll ab, Mann! Was ist denn dir, Junge? Ich hatte immer noch meinen Crack-Toaster. Den hat mir der Ex-Freund von Anna geschenkt. Richtig random, Digga, das war auch so sein Geburtstagsgeschenk. Ich wette, der hat das einfach irgendwo noch so auf dem Dachboden bei sich gefunden. Und ich war so, ein Toaster, Dankeschön! Aber wir brauchen ihn trotzdem, von daher, ja. Wir fahren jetzt einfach erstmal in einen Supermarkt. Dann kann ich ja auch schon mal für den ganzen Tag einkaufen. Gucken, was ich vielleicht noch so im Kühlregal finde. Gucken, was ich überhaupt in den Regalen finde. Wisst ihr, ich habe meine Geschirrspülmaschine ausgemacht. Und trotzdem macht die noch Geräusche. Das ist gruselig. Kaufland, here we go. Ich habe meinen Reisepass dabei. Ich bin reingekommen. Guck mal, das ist, ja, USA. Oh mein Gott, ich hasse Bitches. Diese Abteilung. Baba, mäßig. Hank, we got the pop. Also, hier, die sind sogar reduziert. Also, ich weiß nicht, ob die reduziert sind. Auf jeden Fall sind die ganz besonders. Choctastic Strawberry Sensation. Hard Fiat. Nee, ich weiß jetzt schon. Also, das Einzige, was mich richtig anspricht, ist das hier. Was macht man damit überhaupt? Also, warte mal. Aha, okay, man tut die einfach in den Toaster. Guck mal, die sehen sogar voll sportlich aus. Ich glaube, das ist gesund. Frühstück ist gesaved und ich gucke jetzt hier direkt mal, was wir noch so fürs Mittagessen finden, fürs Abendessen als Snack. Whatever. Hier gibt's richtig, oha, richtige Deutschland-Dings, ne? Das ist schon noch von der EM, WM. Übrig geblieben. Irgendwie enttäuscht mich das hier so ein bisschen. Ich finde nichts außer diese Pop-Tarts, Alter. Which gonna go to the left and you wanna turn right? Aber wenigstens läuft Justin Bieber. Das ist ja auch mal ein Traum von mir, ne? Stellt euch vor, mein Song würde einfach bei Kaufland laufen. Da hatte man doch direkt richtig Bock beim Einkaufen, oder? Ich gucke gerade auch noch mal in der Brotabteilung und jetzt habe ich gerade hier diese Tortilla-Wraps gesehen und ich weiß auf jeden Fall, ich habe noch nicht zu Hause. Ich habe auch noch Käse zu Hause und ich habe so einen Hack gesehen auf TikTok. Da haben die einfach so ein Tortilla so gefaltet und wie so eine kleine Süßbettdecke zusammengelegt und dann in den Toaster getan. Das werden wir safe machen. Und auf diese Dinger falle ich dieses Mal nicht rein. Das war ja der größte Schrott, ne? Das hat meinen ganzen Tag versaut.
Ich befinde mich mittlerweile in einem anderen Supermarkt, weil es ist wirklich ein super Supermarkt. Hier gibt es eigentlich alles. Hier gibt es unnormal viel. Das Ganze ist auch eigentlich gar kein Supermarkt mehr, sondern ein Erlebnispark. Hier gibt es so eine Maschine, das ist wie so eine Achterbahn. Hier kannst du deine Ananas selber so schälen lassen. Dann kommt die so in so ein Ding raus. Ah, okay. Wir konzentrieren uns. What is this? We have Pancakes. Oh, okay, Leute. Ich meine, das sind jetzt nochmal andere Pancakes, ne? Kann man wohl auch im Toaster machen. Eine Minute erhitzen und dabei leicht knusprig werden die. Komm, wir probieren die jetzt nochmal aus. Ich finde, die sehen vielversprechender aus, weil die so ein bisschen gekühlt sind. Oha, das habe ich ja eigentlich schon letztes Mal gehabt, aber das gibt es jetzt in einer neuen Variante. Anstatt Tillmanns Toasty Schnitzel Chicken haben wir Tillmanns Toasty Cheese. Let's go. Es gibt doch auch von diesen Pizzen so eine Calzone, die so mit Teig umrollt ist. Wisst ihr? Theoretisch könnte man das doch auch so quasi, wenn das zu ist, da reinstecken. Aber irgendwie... Laber kein Scheiß. Hey, irgendwo habe ich das auch schon mal gesehen. Ich habe es komplett vergessen. Toasten und fertig. Eben dachte ich mir so, okay, fuck, ich kann das Video direkt abbrechen, aber jetzt bin ich gerade sehr on fire. Einfach Churros für den Toaster? Was zur Hölle? Also kranke Sachen in der Theorie. Wenn das jetzt auch noch so schmeckt, wie es sich anhört, dann gehe ich mit einem Lächeln hier heute aus diesem Tag raus. Oh my goodness! Ich war gerade 2 Stunden einkaufen und ich schwöre, mit Hunger einzukaufen, kann das nicht, mach das nicht nochmal. Aber ich glaube, diese Geduld wird jetzt belohnt. Ich habe den Toaster. Und wir haben direkt 2 Zutaten, die wir hier einstecken können. Pfannkuchen, aber im Toaster. Ich lieb's ja, ne? Gegen die Regeln nicht zu, ja. Die Stromzufuhr für den Toaster wird jetzt erstmal aktiviert. Können wir die hier abhängen, Alter? Richtig schlaue Befestigung. Riecht schon mal gar nicht so gut. Nein, Spaß. Okay, jetzt keine Vorurteile. So sieht der Rohrpancake aus. Wir tun mal direkt 2 hier rein. Ich habe mich wirklich sehr dafür. Ich schwöre, jedes Mal denke ich, dass ich das da runterdrücke, aber das ist es nicht. Here we go again. Come on. Ich werde diese 1 Minute jetzt einfach runterziehen und einfach warten. Es fängt hier langsam an zu dampfen. Ey, die können auch nur besser werden als dieses furztrockene Ding da vom letzten Mal, Alter. Das ist richtig schön warm. Wow. Boah, mir flimmert alles so. Kennt ihr das, wenn man so in der Sahara so eine Fata Morgana sieht und alles bewegt sich so? So ist das hier gerade bei mir, weil hier so Hitze rauskommt. Hallöchen. Ho, 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 ho. Die sehen genauso aus wie davor. Wow. Die sahen davor eigentlich auch schon genauso gut aus. Der erste Taste-Test für today. Das schmeckt wie ein neuer Pancake. Oh mein Gott. I have some Cashew-Cream hier. Oh nein. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass das richtig dünnflüssig ist immer. Aber ja, habt ihr ja gesehen. Oh mein Gott, das sieht ja so geil aus. How is this even possible? Also ne, wenn man das jetzt hier noch ein bisschen toppt. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass die so lecker schmecken. Also kann auch sein, dass ich gerade einfach nur übertrieben Ultraleute Hunger habe. Aber nee, die schmecken. Die schmecken. Die schmecken gut. Ich muss meinen, das ist Lecker-Tanz machen, also das schmeckt wirklich. Sorry, aber für mich geht das schon gar nicht mehr besser. Ich will diese Pop-Tarts gar nicht mehr. Das schmeckt schon unnormal geil. Ich nehme alles zurück, ich möchte doch Pop-Tarts. Allein diese Verpackung, die sieht schon so aus, als würde sie mich abhängig davon machen. Und als würden da ungefähr 100 Kilo Zucker auf 500 Gramm Teig sein. Ingredients. Wir sind sogar Bastard. Ich kann euch auch mal ein paar Bars von mir zeigen. Okay. Use this shiny foil to see if our crumb... Es steht, use this shiny foil to see if there are crumbs stuck on your face. Delicious crumbs. Also wirklich, wenn ich hier Krümel habe, dann kann ich die damit abmachen, oder was? Wow, also das ist auch noch ein Beauty-Produkt. Oh mein Gott. Ich schneide gerade das Video und jetzt ist mir gerade aufgefallen, weil die shiny ist und die spiegelt. Und deswegen soll man die als Spiegel benutzen. Ich weiß nicht, was manchmal mit meinem Gehirn ist. Oh mein Gott. Ich habe übrigens hier keine Haarbürste. Ich kann meine Haare nicht machen. Viel Spaß. Ich bin bereit dafür. Ich schwöre auf alles, es riecht nach... einem Futter für ein Tier. Ich glaube, Kotze? Ich habe Katze gerade wie Kotze ausgesprochen, weil ich mich so danach fühle. Kotze? Nee. Oh Mann, jetzt schon wieder Kotze gesagt. Jetzt geht's. Es hat eben nach Hundefutter gerochen. Ich habe mir das nicht eingebildet. Was ist das denn? Glasiertes Gebäck mit einer Füllung mit Schokoladengeschmack. Ja gut. Sieht ja irgendwie, ja, sieht voll trocken aus irgendwie. Vor allem hier hinten. Guck mal, wie trocken das aussieht. Das sieht aus wie so ein Lehmstein von so einem Haus. Die meinten, auf Stufe 1 soll man es stellen. Und dann geht's los. Und wir warten wieder, bis unser Tart aus dem Toaster herauspoppt. Und dann ist es ein Pop-Tart. Hey, little Pop-Tart. Come on. Boah, Hilfe. Niemals ist das schon fertig. Was der Pop-Tart-Tart. Die Tart des Pop-Tarts hat schwerwiegende Folgen für den Pop-Tart. Der Pop-Tart-Straftat-Täter. Ich finde es scheiße, dass der da nicht so rauspoppt. Es riecht nicht mehr nach Hundefutter. Im Gegenteil, es riecht nach Schokolade. Und das isst man dann so in Amerika morgens und dann fährt man mit diesen gelben Schulbussen zur Schule oder was? I wanna taste this when I speak English because it's from America, straight up imported. Yeah. It's imported. It smells like a bit of chocolate, but it actually smells very good. Let's crack this here out. It looks like... Ah, das ist echt heiß. Das ist das komischste Fertiggericht ever, ich schwör's euch. Huh.
Wie kann sowas schmecken? Wie geht das? Was ist das? Man kann das hier so abnehmen? Und das obere ist so knusprig, das untere auch. Und zusammen ist es einfach wow. Keine Ahnung, was da drin ist. Keine Ahnung, wie die das zubereitet haben. Hätte niemals gedacht, dass es schmeckt, aber ich muss zugeben, es schmeckt einfach. Später. Es wird nun langsam endlich Zeit fürs Mittagessen. Ich habe die ganze Zeit so einen süßen Geschmack auf meiner Zunge gehabt. Jetzt möchte ich es gerne ändern. Und es wird jetzt so ein bisschen hawaiianisch. Und bevor wir damit weitermachen, das wird nämlich jetzt, glaube ich, sehr interessant, kommt passend zu dem hawaiianischen Gericht, was wir gleich machen. Eine hawaiianisch angehauchte Werbeunterbrechung. Aloha, willkommen zu dieser Werbeunterbrechung. Ich muss euch wirklich eine Sache ans Herz legen, denn ich war jetzt gerade im Urlaub. Ich habe mich richtig aufgeregt. Mein Lieblingsschmuck sind Ohrringe und ich trage eigentlich immer Kreolen. Egal bei was, ne? Kreolen, das ist mein Credo. Und ich bin so ein Dulli, ich habe mir, glaube ich, schon 10-mal neue Kreolen gekauft. Und jedes Mal ist das Gleiche passiert. Die sind so eklig angelaufen und ich schwöre, jedes Mal, wenn ich die auch nur ansatzweise eine Minute im Wasser getragen habe. Einfach Schrott. Aber dann bin ich auf Purely gestoßen und ich habe diese Probleme jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Also for real, die haben mir ein bisschen Schmuck zugeschickt und ich habe das jetzt getestet, währenddessen ich auf Ibiza war, ja? Ich habe den kompletten Maximaltest gemacht. Ich habe das im Wasser getragen, unter der Dusche und es ist einfach nur geil, ne? Es ist einfach wasserfester Schmuck, der nicht anläuft, der einfach beständig bleibt. Erstmal bitte, wie süß kommt dieser Schmuck an? Das ist so cute. Dann hat man hier sogar noch so ein Stoffbeutelchen. Kann also seinen Schmuck auch richtig gut aufbewahren und es fliegt nicht überall rum. Hier drin ist dann so ein Fach und dann sind hier einfach so die Ohrringe drin. Also ich bin wirklich beeindruckt und ich schwör's euch, ne? Die haben so eine ganz andere Qualität und wow. Eigentlich trage ich immer so silberne große Kreolen, aber ich finde diese kleinen hier, diese goldenen, auch richtig süß. Und ich liebe es einfach. Es macht, finde ich, so mein Gesicht. Es sieht dann einfach besser aus. Ich habe mir auch ein paar Ketten bestellt. Die finde ich richtig cool. Diese mit diesem Honey. Auch kombiniert ist das richtig schön, wenn man einfach so die Ketten layert. Ja, wie so eine Zwiebel. Die haben aber wirklich eine krasse Auswahl, ne? Also es gibt von Ohrringen über Ringe über alles Mögliche und es sieht alles wirklich richtig schön aus und man kann es richtig geil kombinieren. Ich liebe auch deren Ästhetik, weil das ist alles so unter dem Motto Hawaii. Weil Purely, der Name setzt sich ja auch zusammen aus Pure, so pur. Und Lai, das ist ja diese hawaiianische Blumenkette. Hawaii ist ja auch so voll die Good Vibes, Summer, Sonne, Freunde. Und deswegen, ich finde deren Philosophie wirklich schön. Also im Ernst, ne? Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die geben mir wirklich diese Aloha-Vibes. Für mich ist das so richtig so pure Lebensfreude, Energie einfach und so Wärme. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich feiere die Sachen von Purely. Unnormal. Checkt auf jeden Fall den Link unten in der Infobox ab. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter. Denn der Toaster ist immer vor Chef im Geschäft und die Firearms. I'm back! Das war eine kleine Werbeunterbrechung. Also ich feiere den Schmuck immer noch hier, ne? Ja. So, Freunde! Darauf freue ich mich schon so lange. Ey, ich habe das gesehen, wie gesagt, dieses Video mit dem Tortilla. Und ich hatte noch Ananas im Kühlschrank. Die habe ich mir in diesem Erlebnispark gemacht, ne? Und dann hatte ich hier auch noch Mozzarella. Dann habe ich veganen Schinken. Und halt diese Protein-Wraps. Und jetzt, glaube ich, können wir daraus so ein geiles Hawaii-Toast-Sandwich machen. Wow. So ein Tortilla-Wrap. Bin so gespannt, allein wie dieser vegane Schinken schmeckt. Oh, Digga, ne? Ich hasse das ja immer, wenn Verpackungen so aufgehen. Das ist ja für mich immer schon ein Indiz dafür, ne? Dass das Ganze nicht richtig durchdacht ist. Mhm. Ist okay. Ist crazy. Die machen die Texturen und so, dieser Dings voll gut nach immer. Auf jeden Fall hier so ein bisschen Schinken. Schinken. Dann brauchen wir so ein bisschen Ananas. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr so Ananas auf Pizza esst oder ob das für euch so ein No-Go ist. Also ich liebe ja Früchte in Essen. Ananas-Pizza, ich weiß nicht, das esse ich jetzt auch nicht so krass. Aber ich finde das an sich gar nicht so schlimm. Also ich finde das gut, wenn Leute das machen. Oh Gott, ich schwöre, wie kann man so unfähig sein? Okay. Boah. Diese Ananas ist gerade zurück in diesen Becher gefallen und ich schwöre, so eine Fontäne Ananassaft kam da einfach gerade raus. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Das soll einen krassen Cheesepull machen. Ich rede jetzt so, als würde ich diesen Wort Cheesepull auch so richtig kennen. Ich habe das auch einfach irgendwo gehört und aufgeschnappt. Jetzt wird es interessant. Jetzt muss man das hier schön zusammenklappen. Vielleicht hätte ich auch nur eine Hälfte belegen sollen. Und dann in the mill together. Oh, sieht aus wie ein Crepe, ne? Und jetzt muss das so eigentlich noch in den Toaster. Oh mein Gott, das ist zu dick. Scheiße. Quitsch das da jetzt irgendwie rein. So. Ich weiß nicht, ob ich das da jemals wieder rausbekomme. Okay, wir lassen das jetzt aber erstmal ein bisschen da drin und dann kümmern wir uns später um das Problem. Hey, okay, stopp. Oh mein Gott, scheiße. Es riecht sich verbrannt. Ich war... Ich habe gerade so ganz entspannt am Handy gechillt. Ich gucke mir so Sachen an und so, ich lache so über so ein witziges Video von so einer Katze, die so gerade irgendwie so ihre Pfote. Und dann auf einmal... Wow! Ich bin ja schon einfach froh, dass ich dieses Ding da rausbekommen habe aus dem Toaster, ne? Ach Mensch! Eine etwas dunkel geratene Ecke, die können wir auch einfach hier... Und fertig. Ey, aber das sieht geil aus und es riecht auch richtig geil. Please. Wow. Der Käse ist auf jeden Fall geschmolzen. I can't believe it. Ich will direkt reinbeißen, aber es ist auch ganz schön heiß. Okay, geil. Aber echt viel Käse reingemacht. Boah. Mhm. Interessant. Kranke Idee. Manche Menschen haben einfach den Genius Award verdient. 6 Stunden später. Willkommen zum Brot des Abends. Zum Abendbrot. Und jetzt freue ich mich so darauf, diesen ultra großen Gouda und Mozzarella Cheese Toast Nugget zu probieren. Ich hab's schon. Wieso mache ich das da auf? Es gibt hier extra, das ist wie eine Schatztruhe. Ist das so konzeptionell? Also jetzt mal im Ernst, ne? Ich lebe jetzt schon so an die 24 Jahre. Ich habe das mitbekommen. Als Tillmann hier sein erstes Schnitzel rausgebracht hat, habe ich lange dafür gebraucht, ne? Das weiterzuentwickeln.
Okay. Sieht dann so aus wie diese Schnitzel. Ich stelle mir das schon so geil vor wie so Mozzarella-Stick, aber halt so in flach gedrückt, bisschen in Flunderart. Aber der Käse darf ja auch nicht rauslaufen, ne? Deswegen frage ich mich, wie wollt ihr das gebacken bekommen? Da steht auch noch sauberer Toaster. Also entweder man soll das in einen sauberen Toaster reinmachen oder der bleibt sauber. Wir werden es herausfinden. Lonely. So, jetzt brutzelt das ja aber schon ganz schön lange. Wow. Ich würde das gerne als Matratze benutzen. Ich finde, das sieht richtig weich, kuschelig und saftig aus. Wir machen das jetzt hier auf Fine Dining Candlelight Dinner, Freunde. Messer und Gabel gehört zum guten Ton. Boah, das ist schon echt fettig. Sieht eigentlich genauso aus wie dieses Chicken. Genauso synthetisch. Er schmeckt so billig, ne? Ach, schon wieder geil ist. Schmeckt nur nach Fett. Schwierig. Also, ist cool, dass wir jetzt auch eine vegetarische Variante haben. Schmeckt irgendwie nicht richtig nach Käse. Es ist zu wenig Käse. Man kann es snacken, befriedigt eigentlich aber nicht besonders. Nee. Aber irgendwie ist es ja auch wirklich so, dass es schon wieder geil ist. Habe ich jetzt irgendwie nicht so eine Meinung zu, muss ich wirklich sagen. Haut mich nicht vom Hocker. Ich kriege irgendwie gerade instant Bauchschmerzen davon. Also dann muss das Dessert jetzt wirklich nochmal raushauen. Ich setze ganz, ganz große Hoffnung auf diese Churros hier. Diese Cookie-Gebrüder, die machen ja eigentlich ganz geile Sachen. Hier steht ja drauf, toasten und fertig. Es wird so ein bisschen damit geworben, dass es halt einfach im Toaster geht. Aber dann denke ich mir, Digga. Hier haben wir die Anleitung für den Toaster und dann für den Backofen, wo auch noch in Klammern steht, empfohlen. Why you always lying? Ich frage mich jetzt schon, wie die im gefrorenen Zustand aussehen. Die Okay. Das sind die Churros. Also ich habe mir das irgendwie richtig anders vorgestellt. Die sehen aus wie Frühlingsrollen, Digga. Was ist das denn? Ich habe es mir wirklich anders vorgestellt. Aber judgen wir das Buch noch nicht bei its cover. Wir nehmen jetzt hier einfach mal so ein. Weiß auch gar nicht, wie rum die da. Also so passen die auf jeden Fall nicht rein. Oh nee, ich tue die lieber nicht in die Käseseite. Dann war doch das die Käseseite. So. Ach, keine Ahnung, was die Käseseite war. Okay. Ich kann die auch erstmal nur von einer Hälfte anbraten. Antoasten. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen Zimt und Zucker angerührt. Weil auf der Verpackung sieht mir das ganz stark nach Zimt und Zucker aus. Nicht nach so einem Pappstäbchen. Okay, ich glaube. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt der Churros. Wir versuchen den jetzt hier mal drin zu wälzen. Aber es hält. Okay, ja, jetzt sieht er schon ganz anders aus, ne? Jetzt, wenn er sich so ein bisschen so was Schickes anzieht hier für uns. Ja gut, jetzt sieht es ganz anders schon aus. Jetzt, okay, jetzt habe ich irgendwie Bock. Ah, der ist noch voll kalt. Ja, der ist durch. Mhm. Auf der Seite ist es schon durch. Ich glaube, ich habe oben abgewischen, wo ich nicht drin war. Es ist knusprig außen und innen drin hat es auch diesen geilen Teig. Also es ist auf jeden Fall... Nee, ist nicht schlecht. Den habe ich hier jetzt nochmal geröstet. Boah, der ist jetzt richtig heiß. Okay. Also dafür, dass er aus dem Toaster kommt und man sich den innerhalb von 2 Minuten in diesem scheiß Toaster machen kann, schmeckt das echt gut. Krass, geil, Mann. Also das ist wirklich ein geiler Snack. Also man sagt ja immer, das Beste kommt zum Schluss. Und heute ist es wirklich wahr. Wie geil auch so von innen. Oh mein Gott. Es ist auch richtig schön heiß. Es schmeckt unnormal. Boah, ich krieg langsam Bauchschmerzen, aber es schmeckt einfach so gut. Also ich fühle mich nicht so ausgewogen ernährt. Es war doch schon ganz schön ungesund heute. Aber du, ja, kann ja auch mal einen Tag in der Woche kann man ja auch ruhig mal dafür hergeben, ne? Falls dir das Video gefallen hat, dann gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Schreib auf jeden Fall einen Kommentar. Vielleicht bist du oder die oder der, wie, was, nächste, der im Video, die das gegrüßt wird. Und wichtig, falls du irgendwelche Videowünsche hast, dann schreib die auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Denn ich bin jetzt wieder so ein bisschen bereit, um so Sachen, die ihr euch wünscht, aufzunehmen und auch umzusetzen. Deswegen macht das mal gerne und... Bis zum nächsten Mal.